Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battleblock Theater. Wie immer mit dem Master of Suicide. Hi Leute, das Viech hat mich aufgefressen. Ja, das ist übrigens ein Standard-Cafrace. Ah, das Ding hat mich aufgefressen. Okay, look. Einer muss auf die Schalter locken. Okay, du tust es, du lenkst ihn ab. Wir haben es! Das ist voll wert. Haha. Mit welcher Begründung? Ich opfere mich einfach. Ehrenhaft fürs Team. Okay. Hol du den unten, ich hol den oben. Ah, wir müssen mit dem, jemanden oben ist ein TP. Ja, ich hab's auch gesehen. Ah! Mist. Ja. Okay, so lange geht's nicht, man muss sich so probieren. Ja, das stimmt. Na! Ah, eine Sekunde zu spät. Synchronsterben. Diese Zeiteinheit werden wir nicht schaffen. Doch, wir schaffen das. Ich bin ja gespannt. Bob, der Baumeister, Zitate klauen. Auch da. Ah, da unten ist ein Stein. Ich kann... Holen wir uns mal lieber? Ich denke, wir brauchen ihn noch. Ja. Lass mich runterfallen! Geh du mal drüben hin. Ja, mach ich. Bin schon fast da. Okay, ja, bitte. Und wirf ihn dann mal rüber. Auf ein bisschen meinst du, entschuldige. Ja, der kommt rein. Schnapp ihn dir und wirf ihn hoch. Wir müssen vermutlich da drüben nämlich verwenden. Ja, da hoch, genau, jetzt fällt er hier runter. Und ihr könnt da drüben lang. Wuhu, okay, professionell. Ich habe keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, aber ich habe es überlebt. Ist ja auch schon mal was. Ich ignoriere die Katzen einfach mal alle. Du schaffst das, ich halte sie hier irgendwie, keine Ahnung. Nein! Nein! Ich bin abgesoffen. Nein, ich schaff das noch. In letzter Sekunde. Komm! Nein, komm! Take my dainty hand as I whisk you back to a time long forgotten. Long before the poop hit the fan here. The year was 1759, whatever. Self-made billionaire, cat fanatic, and theatrics aficionado Perham Furbottom set out to create the biggest, ritziest, most thrill-inducingest theater ever. And he did. And it was the talk of the town. Trust me, if you weren't there, you were most assuredly square. People were seriously like, what, you weren't there? What are you, a nerd? Opening night was a thing to behold, as Lord Furbottom organized the grandest, jaw-droppingest show ever seen. There was explosions and dancing girls who exploded, exotic animals who exploded, incredible feats of magic and wonder with fantastic production values all around. Furbottom sat for days on end, marveling at his breathtaking creation and packing handfuls of delicious, buttery popcorn into his mouth. But alas, his illogical contempt for intermissions ultimately cost his demise. During the show, Furbottom passed away, having pooped himself to death on the way to the bathroom. Legend says he clenched his butt as hard as he could, but his little cheeks just gave out. God. Furbottom left nothing behind but his beloved theater, his precious kitties, his hat, and of course his bloated corpse, which was lovingly drifted out to sea and immediately ravaged by sharks. And that, children, is the legend of Perham Furbottom, a respectable and apparently delicious, a gentleman. But the show must go on, right? Right! For thousands of years, Perham's hat passed from head to head, leader to leader, and the theater still operates to this very day. And what a piece of crap it's become! I bet Perham is rolling over in his sharks right now. I mean, everything's poorly run, and the whole place stinks like pee and feet. And with everyone involved walking a fine line between moodiness and full-blown insanity, it's only a matter of time before something truly horrifying happens. But try to keep a sunny disposition as you sink further into darkness, yeah? Nobody likes a crybaby. Ach ja. Hey. Diese Legende ist wichtig. Ja, ja, lore-technisch total. Die eine Katze hier ist nackt. Boah! Wir kommen übrigens zu Level, die du auch noch nicht gespielt hast. Warum sind hier lauter keine Quadratköpfe? Bilder? Ja, das nennt man Rassismus. Aber Katzen sind nicht rassistisch. Oh, wir sind bei Kapitel 5. Ich rette dich, Hattie. Scheinen voranzukommen. Jo,
Bevor wir vorankommen, gehen wir shoppen. Wo? Oh, hier sind ja Protestanten. Protestanten. Protestierende Leute. Protestanten sind was anderes. Ja, ich spare mir jetzt ein bisschen Religionswitze. Ja, ne? Eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit schlechte Bombenwitze machen. Warum ist mir das erst jetzt eingefallen? Ich meine, das wird eine Bombenstimmung dann. Das Theater wird explodieren. Oh gut, ich hab sie auch. Ja, super. Hüpfte Statue. Tada, tada. Aua. Oh, knacken. Lass dich nie durch diesen TP gehen, verdammt. Okay, das war gut, da kannst du nichts gegen sagen. Nein, das war perfekt aus der Luft gegriffen, ja. Jetzt kommst du zu Leveln, die auch der gute Daniel noch nicht kennt. Jetzt wird's gruselig. Aha. Jetzt muss Daniel mit echter Kompetenz glänzen. Nee, bitte nicht. Ich hatte bisher jedes Level einfach nur auswendig gelernt. What the fuck. Die Laser können... Okay. Die Laser lösen diese Schalter aus. Ich hab den Edelstein. Du hast doch gerade gesehen, wie es bei mir gelaufen ist. Komm her, ich schmeiß drüber. Ja, das ist eine gute Idee. Fang dich auf. Wie ist? Komm noch her. Aha. Tatsächlich, funktioniert. Ja, hier, diese komische Teamarbeit-Sache scheint tatsächlich zu existieren. Oh ja, ich sehe, wie wir das machen müssen. Gemacht, sehr schön. Oh Gott, Kreissägen. Ich mag keine. Oh, sind doch noch Kreissägen. Ich will nicht mehr. Bin tot. Soll jetzt mir in die Luft gehen hier. Ach, aber meine mit den beschweren, weißt du. Ah. Danke, du hast mich gerettet. Ja, die liebend gerne. Immer wieder. Okay, Katze erfolgreich gemördert. Ah, verdammt! Der Laser hat die Katze gerettet. Jetzt nicht mehr. Okay, da muss ich hin. Nein! Ich will diesen Edelstein noch. Ah! So. Wo willst du denn hin? Ich will den Edelstein holen. Achso, das ergibt Sinn. Du musst auf den anderen Schalter drücken. Oh. Und jetzt? Jetzt laufen wir. Das war viel zu knapp. Ach, wir haben es geschafft. Ich befürchte, wir werden inzwischen echt aufpassen müssen, dass wir die Level schaffen, selbst wenn wir zusammenarbeiten. Ja, ja, jetzt wird es langsam schwierig. Aber wir haben es geschafft. Ja, das stimmt. Nein! Mist! Autsch! Ups. Hier wird es langsam echt schwierig. Danke. Gut, du hast es geschafft. Jetzt überlebe. Natürlich. Ich werde schon nicht einfach in die Luft gehen. Mir fällt kein blöder Bombenwitz ein. Ich muss einen anderen Charakter nehmen, mit dem ich mehr blöde Witze habe. Nur, dass du eine Prioritäten hast. Mist, ich hab mich jetzt getötet. Wir müssen erstmal die Katzen da ausschalten. Und den Fernseher. Den Fernseher können wir natürlich auch ausschalten. Aber die Nein, Katze ist. Nein, das tut mir nicht. Au. Ah, ich weiß, wie es geht. Ja. Mist. Naja, es ist ein Schild drunter, was erklärt, wie es geht. Das heißt noch lange nicht, dass wir das verstehen. Wie ehrlich. Ja. Ah! Langsam. Mist. Mal schauen, wer es zuerst schafft. Du hast mich geopfert, du elender Opferer, du. Immer wieder gerne. Obwohl, ich bin kein Verbener, ich darf keine Opfermagie. Da war doch was. Komm, jetzt kommt ihr mit Pen and Paper Sprüchen an. Ich zitiere halt, was gerade da ist. Du schaffst das. Oh. Oh, Alter, was hast du gemacht? So. Du schaffst das! Ich schaff das, ich krieg das hin.
Okay. Vielleicht sollst du wirklich mal den Laser aktivieren. Danke. Ich würde schon gerne noch an das Wollknallen kommen mit. Ja, da oben ist auch noch ein Stein, den können wir dafür nutzen. Ah, dann müssen wir den Stein holen. Cheater, Teil. So. Ach du meine Fresse. Was ist denn los? Ja, du kommst her, ich schmeiß dich und alles ist gut. Ja. Sorry. Ein Ding ausbekommen. Ja. Und wieder angeschaltet. Ja genau, jetzt schmeißt du den Stein runter. Gut, jetzt holst du den. Wunderschön. Wir können Perfekto. Weiter. Sorry. Ha. Das war dein Plan, du wolltest es nicht drüber schaffen. Eigentlich wollte ich mich damit drüber schießen, nicht dich, aber so, jetzt halt. Da will man dir mal eine Leistung ansprechen. Wenn, dann werde ich schon für Leistungen gelobt, dich wirklich. Tschüss. Nein, er hat's überlebt. Wir müssen wieder im Team arbeiten. Die Level werden schwer. Los, auf. Wow, der mir gerade rasant. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich bin im Ausgang. So ein gemeiner Mensch. Ey, das ist keine Lösung. Selbstmord ist keine Lösung. Dieses Spiel sendet eine falsche Botschaft. Wow, Ladescreen? Hallo? Prof, du noch da? Ja, sorry Leute, dann machen wir die Folge dieses Mal hier zu Ende. Beende ich mal. Scheint so, als ob das Internet beim werten Prof oder bei mir jetzt abgestürzt ist. Und anscheinend ist er aus abgekratzt. Also, ja, schaut auf seinem Kanal vorbei, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und nächste Folge machen wir dann nochmal weiter. Und da sind wir schon wieder. Und für die Zuschauer von Master of Suicide, die werden sich denken, na nu, da doch schlag, wir machen Schluss. Ja, wir sind so nett und machen doch länger als 5 Minuten. Yay! Mehr zum Zuschauen, weniger produktiver Inhalt. Ja, ja, das ist mehr einkaufen. Wenig. Ach so, für 10? Ich bin verwirrt. Warum sind es bei mir mehr? Warum muss ich 15 für zahlen? Was ist das? Ja, weil ich eben Dossi bin. Ihr bekommt Rabatte, weißt du doch. Ja, damit ihr wieder aus dem Laden verschwindet. Weil ihr die anderen Zuschauer vergrault. Das mag sein. Aber. Das zählt ja nicht. Genau. Ja. Oha. Warum? Hast du verdient, du Mistkerl? Okay, irgendwie muss das möglich sein. Wir schaffen das. Ja, funktioniert nicht, indem du mich schubst. Doch, schau. Ich ertränk mich, du läufst über mich drüber. Ach so, okay, dann ertränk dich. Ja, dann ertränk. Es ist echt fies. Ich fühle mich gerade komplett so. Ah, ich hab eine Idee. Und jetzt? Ach, das kommt Schweine. Das war so ein bisschen wie, der Krieg ist verloren. Jetzt beten wir, vielleicht hilft uns Gott noch. Was haben wir denn noch? Ich entschuldige mich für meine Dummheit, sollte ich hier etwas nicht sehen, was offensichtlich ist. Ja, ja, geht mir aber ähnlich. Okay, Eis. Nein, ich versuche die möglichst schnell waagrecht zu beschleunigen. Kommt ihr gerade so mit. Das muss man ja noch dreimal machen, also. Ah ja, du. Ich fühle mich jetzt sehr dumm. Lauf einfach. Einfach laufen. Oh Gott! Au! Das war tatsächlich so dumm. Das war blöder als es erlaubt ist eigentlich. Ups! Sorry. Nee, ich bin ja auch mit drauf gegangen, also. Au. Verdammte Kettensägen. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich mache es.
Achso, dass der andere hier lang kann. Das war ohne den Schummelpimpel. Das war gemein. Bei mir ist alles in Ordnung. Aber ich war genau bei der Kettensäge gespawnt. Geh weg, Kettensäge. Hab ihn. Tschüss. Den nicht. Ja. Okay. Hol es. Sehr gut. Es freut mich aber, dass du glücklich bist. Hab ich dich gerade getötet? Nein. Na los, ich halte es dann auf. Wow. Die sind sterblich. Sie sind zu töten. Das war ja fies. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich finde das hier sehr einfach. Eines Tages. Fuck. Das muss ich jetzt hier doch mal machen. Ups. Auch eine Kettensäge? Ja. Kettensäge. Mann, ich bin da links. Oh. Das ist gut. Was machst du denn? Warum lebst du noch? Ach so, das war mein Kopf. Jetzt. Hast du verdient? Du wolltest wohl, dass ich sterbe, eindeutig. Puh, das haut's aber knapp. Ich vergesse immer, dass man bei der beim Sliden hier nicht nach unten drücken muss, sondern ja, nur zur Seite. Das finde ich ein das bisschen. Das war auch bei dir knapp. Komm her! Nein. Irgendwo einen Weg um für mich frei. Ah, da ja, da musst du nur den wegziehen. Wir haben aber einen Haufen Gems, also wir sind zwar schlechter geworden vom wie weit wir kommen, aber ja. Okay, irgendwo holen wir uns mehr von diesen Dingern im Moment, ne? Irgendwo muss dieser Schalter sein. Da ist der Schalter. Und wie kommen wir da hin? Ein Teleporter rumliegen. Ich schau mal schnell nochmal hier drüben nach. Nee. Okay, ich komme wieder zu dir. Muss irgendwo hier sein. Okay. Hm. Ja, ich hab eine Idee. Wirf mich. Natürlich. Lieb gerne, wenn du sterben willst. Wow. Halt, ihr müsst irgendwo noch verkümmern sein, Feuer. Genau. Na dann, verabschiede ich mich mal, wa? Tschüss. Hey, immer diese Ausreden. Hallo, ich hab Ihnen was verraten, Zauber Explosion eingesetzt. Achso, ja, was? Das ist der bekannte Nussi-Zauber. Achso, ja gut. Weiß ich ja nichts von. Ich erkenne Sie daher. Ja. Ich werde dafür, dass wir jetzt erstmal ein paar Level machen, bevor wir wieder shoppen. Okay, wir gehen shoppen, bin ich auch der Meinung. Mal schauen, wer gewinnt. Ha! Ich glaube du. Das Problem ist, dass wir nicht so viel Zeit hatten, deswegen dachte ich, wir gehen shoppen. Ja, dann können wir auch hier rausgehen. Oder? Können wir hier wieder raus? Achso, ja. Du nicht mehr. Nee, da hatte ich jetzt gerade nichts eingedacht. Nee, hey! Oh, das war fies. Ja, die Level werden gemeiner mit der Zeit. Aua. Ach, was du nicht sagst. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, wenn nicht ganz klar ist. Warum und wie? Warum? Darf ich verhauen? Gut, du bist auch gestorben. Das war ohne Grund toll. Jetzt hängen wir hier beide fest. Das hast du ja toll gemacht. Oh. Und da ist der Schalter. Wuhu. Das ist doch faire Weise. Adrichtung. Hab ich gewusst. Jetzt stellst du dich da oben auf den Schalter. Genau, dann kann ich nämlich auch kommen.
Hast du dich auf mich hochgestellt? Ich fand das klug, in irgendeiner Art und Weise. Unterhaltsam. Naja, schön, danke auch dafür, sicher jetzt. Herrgott. Haha, Bonus-Champ. Hast du toll gemacht. Ich komme mir ein bisschen vor wie so dieses dumme Kind in der Familie, was immer gelobt wird, wenn es irgendwas richtig macht, außer... Du kommst ja nur so vor, da warst du dezent. Also, was ist das für eine Maschinengewehrkatze? Au! Alter, das ist total. Du musst da stehen bleiben, dort oben. Hier? Ja. Ich sehe keinen Grund, hier stehen zu bleiben. Musst du auch nicht, ich bin ja drüben. Achso. Ich habe gerade Sachen überlebt, die man Kettensägen. Geißsägen. Komm schon, Katze, stirb. Gute Katze. Ich habe den Edelstein und die Katze. Boah, hast du mich hier gerade runter? Nein. Du bist eigenständig. Runter. Eigentlich. Also, nein. Das bin ich viel zu intelligent. Okay, also. Du bleibst mal da oben, ja. Ich töte mich aus Versehen. Das hat nichts gebracht. So, und jetzt kann ich da unten lang, wenn ich es schaffe, da irgendwie hinzukommen. Okay, du musst mir mal. Ah, perfekt. Du schaffst das. Geh da weg, Pömpel. Bist im Weg. Pömpel! Pömpel! Ah! Danke, Schreien hilft. Gut, beende du das Level jetzt. Ja, los? Das ist keine Antwort auf alles. Aber hier funktioniert es ja. Ja, aber gut. Was auch funktioniert, ist ein Erfolge zu beenden. Wuhu. Ich finde der ging. Ja. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.